Hallo, willkommen zu Lost Castle Part 15, glaube ich schon. Wir sind jetzt im vierten Level mal wieder, Skull Dungeon beendet und jetzt geht's zum The Main Tower. Genau, wir hatten mal wieder den Deathlord. Es gibt da anscheinend keinen anderen Endgegner. Huch, Gremlins oder wie jetzt? Ach, das ist ein wow, Zauberer. Zack. So, erstmal die Kleinen hier besiegen, genau. Uh oh. Nicht gut. Ja, sind wir letztes Mal auch besiegt worden. Oh ne. Aber diesmal nicht. Oh, oder vielleicht auch doch. Ja, der Geist hat uns, glaube ich, sogar letztes Mal besiegt mit seinen blöden Spells. Ja, wir sind hier mitten im Gebiet des Bösen. Deswegen auch so viele komische Kreaturen hier. Jetzt geht doch mal endlich weg. So, erstmal heilen. Also man wird hier wirklich direkt überrannt. Ist das hier nicht sogar der Ort, wo der Magier das Ding beschworen hat? Sieht genauso aus zumindest. Also das Böse beschworen hat, sag ich mal. So, Banane und Apple. Was? Achso. Ganz viele andere Potions mal wieder. Und hier ist auch nochmal eine. Und das ist mal mit einem anderen Effekt. Letztes Mal war es so ein goldklauenes Fähchen. Jo. Jetzt habe ich schon fast den falschen angreifen wollen. was? Ja, okay, dann halt Chicken. So. Perfekt. Wieder ein paar Äpfel mehr. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo uns das hier jetzt hinführt. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Gehen wir da lang oder gehen wir erstmal nach... Ich glaube, rechts war auch noch eine Tür. Gehen wir erstmal da lang. Die sah weniger pompös aus. Nur so ein kleines Gitter hier. Mal gucken. Oh, nö. Huch, da. Cerberus, oder wie? Also zumindest eine... Ich möchte gern Cerberus, weil Cerberus hat ja eigentlich drei Köpfe. Das Ding hat nur zwei. Also ist nicht so stark. Gewagte These. Es ist nicht so stark, ja, von wegen, ne? Sehen wir gleich erst. Oh oh. Ach, halt doch die Klappe. Nee, es ist nur nervig. Und auch schon besiegt. Cool. So, hier haben wir wieder ein Chicken. Das heißt, eins verspeisen, eins aufnehmen. Super schön. Oje, oje. Los, Skelett. Bogenschützen, macht sie fertig. Ah, noch ein Chicken da oben. Ich sehe es gerade, oben links. Uh oh. Wow. Die sind aber schnell, ja, die Dämonen. Sehen so ein bisschen aus wie Gargoyles oder so. Noch mehr Chicken. Ja, klasse. Also hier kann ich ruhig ein bisschen Schaden kassieren, das ist nicht schlimm. Kann ich direkt wieder heilen. Mhm. Achso, das ist schon das letzte hier, so ein kleiner Gremlin oder was? Okay, cool. Gut, Wood Chest. Ah, eine rote Potion, aber auch die werden wir nicht aufnehmen können. Also wir gehen jetzt einfach mal kommentarlos weiter. Hey, cool. Was haben wir hier? Der Evil Steel Spear. Der macht natürlich eine Menge mehr Schaden, aber er hat nichts zum Beschwören oder sonstiges, also lieber nicht. Was haben wir hier? Mysterious Pendant Beta? Shoot plenty of magic bullets. This action. Blablabla. Ach so, das ist so ein Aktiv-Item, kein Passiv-Item irgendwie. Was haben wir hier? Das ist nicht so gut. I can't carry... Ja, ich durfte natürlich trotzdem bezahlen. Auch wenn ich es nicht aufnehmen kann. Okay, waren jetzt nur 8.
Münzchen, also ist egal. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Huch, der ist ja blind. Warum ist er blind? Au. Ist bestimmt auch so ein Magier-Vieh oder so, keine Ahnung. Ach, ist das schön, wenn man weit kommt. So. Okay. Das ist nicht unbedingt ein Magier, aber dafür ein Speier. Huch, auch ein Magier. Das war eine Barriere. Okay. Aufpassen. Nee. Sag ich doch. Aufpassen. Ah, ein schönes Bild voller Augen. Oder von Augen. Das ist Kunst. Das sieht nicht so gefährlich aus. Oh, das ist da hinten schon her. Klappe zu, Köter. Geht doch. So, Apple und... Huch. Source of Poison Head. Hab ich doch schon. Ja, warum droppe ich das dann nochmal? Ist ja unfair, ey. Ich will das eintauschen. So, so. So. Also, okay. Kein Platz mehr für Äpfel, anscheinend. Bin ich mal gespannt, wie lange wir hier brauchen zum Endgegner. Ja. Von wegen. Vier Jumper. Ist ja toll. Naja, aber nicht ganz so schlimm. Selbst wenn hier mal ein bisschen Schaden verteilt wird. Oh, ein Balkon. Amethyst und... Was haben wir denn hier? Was? Nicht Legend, sondern Legend. Assassin Armor. Das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler. Soll wahrscheinlich Legend heißen. Und die hat echt super Werte. Wow. Ey, jetzt sieht mal richtig cool aus hier. Ich meine, Assassin Armor. Also, alles andere akzeptiere ich ja nicht. Mit, verschleiertem Gesicht und, also, nicht mehr erkennbarem Gesicht und so. Super, also jetzt sind wir cool. Offiziell. Okay, dann weiter. Oh, wir sind noch relativ schnell hier. Oh, was ist das denn? Hilfe, mein Gott. Also, Dämonen passt hier auf jeden Fall ganz gut. Oh, verdammt, der ist stark. Okay, man kann ihn aber anscheinend leicht umgehen. Wenn er dann angreift. Er ist nicht so wendig dann. Aber der hat mich gerade gut Äpfel gekostet. Oje. Okay, aufpassen. Hoffentlich kommen davon nicht mal mehrere oder so auf einmal. Am besten gar keins mehr davon. So, kleine Gremlins. Bam. Ja, wenigstens sind es diesmal nur Kronleuchter und nicht wieder Äxte wie im Skaldamin. So. Nein, böse. Oh. Zwei Imperial Knights. Huch. Au. Das ist aber auch gemein. Jo. Nee. Nee. Macht sie fertig, Jungs. Huch. Oh Mann, die halten aber gut aus. Eieieiei. Hoffentlich sind das so die letzten zwei, Wächter vor dem Endboss. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt greifen die wieder mich an hier.
Nein. Hat er gerade versucht, nach mir zu treten, oder was? Unverschämt hier. So, Banane. Okay, wieder Chicken und so. Klasse. Death plus 1 und Magic Crystal of Ice. Und wir können ihn nehmen. Juhu. So, Chicken. I can't... Ja, Moment, dann esse ich's halt. So. Und ein Apple. Oh mein Gott, was ist das denn? Ach, das ist doch hier Nightmare Guard. Moment, ist das hier der Endgegner, oder? War das das Vieh, was beschworen... Nee. Das war doch nicht der Gegner, der beschworen wurde, oder? Jetzt war der nicht ein bisschen... Oder war der das? Doch, es war der. Oh! Okay, der Endboss. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, vorsichtig sein. Ah, ich habe ein Schild, okay. Noch mehr. Ja. Wow. Der ist stark. Ein cooler Endboss, auf jeden Fall. Aber auch zu besiegen. Ups, falsche Taste. Eieiei. Hier, Ablenkung. Hilfe. Hm. Wow, bis jetzt. Jetzt dreht er aber ab hier. Ah! Hilfe. Boah. Da. Verdammt, daneben. Na? Okay, mit Taktik geht's. Man muss einfach nur vorsichtig sein. Uah. Ja, oh, gleich ist er down. Ups. Ah, verdammt. Und down. Gut. Super. Hat er jetzt gerade keine Seelen gegeben, oder wie jetzt? Sag mir nicht, der steht wieder auf. Moment. Apple, Mysterious Pendant. Genau. Cape of... What? Necromancy, what? Macht aber, nee, hat deutlich schlechtere Werte als meine jetzige Rüstung. Also, nö, danke. Hey, das ist doch hier der Maskentyp vom Anfang. Wie kommt denn der hier hin? Hm. Okay. Oh, it's you, Hero. Now you have reached the deepest room of the castle. You will face the leader. Ach, das war noch nicht mal... Der Endgegner. Doch nicht. Oh, Backe, ey. Good luck, Treasure Hunter. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, ne? Also, ich verspreche jetzt mal nichts. Ah. Well, a new sacrifice, huh? Your fortune ends now, mortal evil tyrant. Okay. Muss ich jetzt erstmal die Minions hier besiegen, oder was? Okay, ja, dann los.
Au. So, mein Freund. Oh. Ein Magier auch noch. Boah, der ist aber stark, ey. What? Los, Magier. Ja, okay, das eben war zwar die Wache, die. Das war tatsächlich das hier, das aus dem Portal gekommen ist, damals in der Anfangsszene. Aber das hier ist anscheinend der Obermacker. Hup. So. Ja, ganz toll. Ah, natürlich ist der Endgegner ein Magier. Ich sag ja, stärkste Klasse überhaupt hier. Verdammt. So. Gleich ist aber weg. Und dann haben wir es geschafft. Perfekt. Oh, ey, der ist noch nicht besiegt. Das war der erste Form, oder wie? Die erste Form. Na komm schon. Zeig, was du noch drauf hast. You are defeated, Demon. Ha, too naive. Let me show you my true power. Ach nö. Oh. Hilfe. Jetzt hätte ich allerdings gerne irgendwie eine Fernkampfwaffe hier. Oh, ist das gemein, ey. Was macht das hier? Okay, der ist stark. Aber zu besiegen. Verdammt, wieso hat das getroffen? Na, oh, okay, das denke ich, schaffen wir diesmal nicht. Sau ärgerlich, hätte ich gerne gemacht, aber. Soll ich machen? Ich kriege ihn nicht. Nicht genug Leben. Ja. Der ist aber auch gemein, ey. Ja, okay. Ich denke, das war's dann. Jo. Schade. Echt unglaublich schade. Wir sind so weit gekommen. Und dann haben wir die letzte Form von diesem blöden Endgegner nicht geschafft. Weil ich vorher schon die ganzen Items raushauen musste, weil ich ja nicht wusste, wer wird dann jetzt da der Endgegner sein und ja, wie weit geht es noch und so weiter. You will carry a treasure VIP card in the beginning of every round. Aha. You have 40% probability to resist the negative effect of a potion when you drink. Okay. Und so weiter. Was haben wir hier noch? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wir nehmen mal diese VIP
Card, würde ich sagen. Was auch immer das ist. Und, ja, vielleicht dann nochmal ein bisschen Attack. Und, ja, das war's anscheinend. Mehr können wir nicht nehmen. Ich habe noch 45 übrig, aber es ist alles zu teuer. Alles. Ja, dann, Moment. Ja, auch, okay, dann Sacrifice. Ah. Where am I? Huch. Ja, tut mir wirklich leid, dass ich jetzt den Endgegner nicht besiegen konnte. Ich würde es jetzt einfach mal so machen. Man kann ja... Ja, das startet sowieso ja nochmal neu, deswegen ist das egal jetzt mit dem Apfel. Man kann ja... Ich könnte mich ja zum vierten Level hinarbeiten. Und ab dann erst wieder die Aufnahme beginnen. Ich denke, das mache ich das nächste Mal einfach so, weil jetzt jedes Mal hier die ersten drei Level durch, besonders das erste und das zweite, ist ja jetzt nichts Besonderes mehr. Ab dem dritten wird es halt interessant. Vielleicht nehme ich auch ab dann schon auf. Aber dann wird es halt wahrscheinlich auch wieder zu lang. Ich würde es jetzt so machen, ich nehme tatsächlich erst ab dem vierten Level wieder auf, ab der letzten Instanz. Weil ich würde schon gern die Endsequenz noch sehen, wie es jetzt auch immer ausgehen mag. Ja, machen wir es einfach mal so. Also ich werde jetzt bis zum wie hieß es, The Main Tower durchspielen und ab dann nehme ich wieder auf. Genau, so machen wir's. Und ja, dann hoffen wir, dass wir nächstes Mal den Endgegner besiegen. Mit deutlich mehr Items hoffentlich und einer coolen Waffe. Ich meine, hier gibt es ja echt eine Menge und es macht echt Spaß. Also diese Itemvielfalt, das ist klasse. Super. Mein Lob an die Entwickler. Super geil. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und eventuell dann sogar auch schon der letzten Folge von Lost Castle. Bis dahin und tschüss.